Los geht's mit Timberborn, den Update 5. Ich freue mich tierisch. Hallo PPS-Welt, schön, dass du da bist. Und Timberborn, was gibt's Neues im Update 5 und wie kommt ihr überhaupt dran? Verzeiht bitte. Update 5 ist im Experimental Branch verfügbar, ist noch nicht offiziell als Update draußen. Das heißt einfach mal, wenn ihr das spielen wollt, Rechtsklick aufs Spiel, dann gibt's irgendwie ganz unten runter, gibt's Beta Branch. Und dort könnt ihr auf Experimental wechseln und dann kriegt ihr das hier. Dann habt ihr dort unten diesen Schriftzug Experimental stehen und dann sollte das auch funktionieren. Und was ist neu? Es gibt eine Neuerung, die ist mega cool. Und deswegen habe ich mich entschlossen, das nochmal zu zeigen. Das will ich unbedingt mal spielen. Es gibt Schmutzwasser. Ja, habt richtig gehört, das ist so eine rote, braune, wie auch immer man das optisch darstellt, Brühe, die uns wirklich die Suppe versalzen wird. Die macht unsere Biber krank, die verseucht die Umgebung, die macht dieses Essen kaputt und. Das heißt, das müssen wir von uns fernhalten. Aber das geht nur, wenn das gute Wasser fließt. Und das wird eine echte Herausforderung werden, gerade in der Dürre, denn wir werden hier natürlich mit den Rustikalrouten spielen und wir werden mit, selbstverständlich unter Schwer spielen, ja, ganz klar. Und unter Schwer wird die Herausforderung werden, dass wir A, genug Wasser speichern, also wir haben jetzt unter Schwer zwei Herausforderungen zu meistern. Wir müssen unter anderem genug Wasser speichern. Und zusätzlich zu dem Wasser müssen wir nochmal genug Wasser speichern, dass wir nicht nur bewässern können, sondern dass diese rote Brühe, die ihr da seht, in der Karte auch noch von uns weghalten. Passenderweise habe ich heute ein rotes Shirt an, um zu symbolisieren, auf welcher Seite ich stehe. Nein, natürlich nicht, aber atomar verseuchtes Wasser, Schmutzwasser, nur Mutmaßung, weil die Menschheit sich vernichtet hat. Ja, irgendwie sowas wird es wahrscheinlich sein, ne? Das vermute ich auch. Und ihr seht hier auch gleich eine nächste Neuerung. Es gibt jetzt eine Vorschau. Mega cool, dort vorne. Das heißt, ihr könnt die Karten jetzt, indem ihr da draufklickt, könnt ihr das Ganze sehen. Das finde ich sehr, 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 sehr gut. Und ihr seht hier unten, die können wir nicht sehen. Das sind die Karten, die ich selbst hinzugefügt habe. Es gibt aber hier unten diese Karten. Und da gibt es eine Karte. Und das ist die Karte, die wir tatsächlich sogar schon mal gespielt haben. Das ist die Terrassenkarte. Jetzt denkt man sich, ja gut, die haben wir ja schon mal gespielt. Aber die Terrassenkarte hat sich hier ganz, ganz, ganz krass verändert. Also das Wasser ist nicht mehr geworden. Aber durch dieses Schmutzwasser fließt jetzt wesentlich mehr Wasser auf der Terrassenkarte, aber das ist größtenteils schlecht. Das heißt, wir haben wesentlich mehr Herausforderungen zu lösen als beim letzten Mal und das, ich finde das sowas von cool. Freue ich mich drauf, wirklich. Wir starten rein mit der Terrasse. Selbstverständlich unter Schwer, ja, ganz klar. Also wir spielen hier unter Schwer, so wie immer. Und dann werden wir das Spiel starten. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt auf das Spiel. Vor allen Dingen, ob es mit der oder mit die, wie sich das Handling mit dem Schmutzwasser verhält. Was ist noch neu? Es gibt neue Sprengstoffarten, die ihr auf Basis des Schmutzwassers erstellen könnt. Und noch ein paar andere Dinge, aber das gucken wir uns alles im Verlauf an. Zum Beispiel einige Gebäude, die ein bisschen Zufriedenheit bringen, die Abwechslung für die Biber bringen, sind neu. Da haben sie ein bisschen was, da haben sie ein bisschen was verändert und solche Sachen. Pfahl Pulhausen. Pulhausen finde ich auch gut. Der Grubel, hi. Schön, dass du da bist. Green City. Boomtown finde ich gut. Aber dann würde ich, dann würde ich noch ergänzen. Nerd Boom Town. Das finde ich gut. Nerd Boom Town. Willkommen in Nerd Boomtown. Übrigens eine Sache, das hatte ich euch auch noch nicht gezeigt. Da gab es tatsächlich kein Video zu. Schande, Asche auf mein Haupt. Das ist das Update 4. Das Update 4 hat den Mechanismus verändert, wie man auf einer oder wie man die Längen bemisst. Das heißt, es gibt jetzt mehr Möglichkeiten, dass die Biber quasi, also die sind jetzt länger unterwegs und können mehr machen. Ja.
Und es hat sich auch die Art und Weise verändert, wie die hier mit den Distrikten handeln. Ihr seht, es gibt jetzt ein Distriktzentrum, einen Schlepperposten immer noch, eine Bauarbeiterunterkunft. Aber es gibt hier so einen Distriktknotenpunkt, den man dann freischalten kann, wo man Sachen machen kann. Das gucken wir uns alles mal an. Das weiß ich tatsächlich, das weiß ich auch noch nicht, wie das funktioniert. Aber das gucken wir uns dann in der Zeit an. Und jetzt zoomen wir erstmal raus und gucken uns die Karte an. Weil das ist ja eigentlich das, was hier am spannendsten ist. Und ihr seht, hier oben gibt es so eine Terrasse, wie der Name schon sagt. Und hier vorne könnten wir zum Beispiel gut ein Wasserreservoir bauen, wo wir dann auch entsprechend Wasser speichern. Hier zum Beispiel eine Treppe runter. Aber dann wird es auch schon spannend, weil ihr seht hier, das ist das Schmutzwasser. Und dieses Land hier, das Land, was vom Schmutzwasser direkt betroffen ist, ihr seht das. Das ist verseucht. Damit können wir nichts anfangen. Und wir haben einmal das Wasser, was von hier kommt. Das ist also durchaus, hier gibt es also durchaus die Möglichkeit, hier so einen kleinen Tank oder sowas hinzubauen. Das wäre eine Möglichkeit, das dann auch für später entsprechend abzugrenzen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ja, was gibt es noch? So richtig viel mehr gibt es eigentlich gar nicht, weil wir hier hinten dann schon Schmutzwasser haben. Ihr seht das, wie groß diese Ecke hier ist. Also die Karte haben sie ganz schön verändert, diese Terrassen. Und der Simi-Gamer, hi, schön, dass du da bist. Das heißt, hier hinten geht's rum und das ist alles Schmutzwasser, das rote hier. Das ist alles Schmutzwasser. Hier hinten gibt es auch noch eine Karte, einen Weg. Und hier seht ihr, fließt das normale Wasser rein. Das heißt, das kommt irgendwo von hier vermutlich. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir das finden. Da. Eine Faulwasserquelle. Und diese Faulwasserquellen erzeugen eben dieses dreckige, faulige Wasser. Und das fließt dann wirklich konstant. Wir gucken mal, ob hier hinten auch eine Faulwasserquelle ist. Ja. Das heißt, da ist auch nochmal Faulwasser. Auf der einen Seite eine gute Sache, weil wir, jetzt müssen wir gerade mal gucken, wo wir sind, dort, weil wir natürlich mit dem Faulwasser, das fließt kontinuierlich, auch während der Dürre hab ich jetzt gerade gelernt, werden wir sehen. Das ist natürlich nur ein positiver Aspekt, aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich erstmal hier runter, weil wir ansonsten ja nichts haben, ja. Also wir müssen erstmal darunter, um überhaupt irgendwas machen zu können. Es bleibt spannend, definitiv. So. Jetzt legen wir aber erstmal los und werden mal die beiden Standardsachen machen. Einmal unseren Weg und dann werden wir einmal natürlich mit Essen anfangen und mit Bäumchen. Das brauchen sie auf jeden Fall. Das heißt also eine Sammlerfahne einmal dahin. Verschmutzen die Biber das Wasser auch selbst? Also gibt es Abwasser im neuen Update? Das habe ich noch nicht rausgefunden. Das weiß ich nicht. Das werden wir aber, denke ich, herausfinden. Wenn ich das richtig in den Dev Diaries gelesen habe, dann verschmutzen die das Wasser nicht selber. Aber da bin ich mir nicht 100% sicher, weil es, glaube ich, sowas wie so ein richtiges Rohrleitungsnetz oder so noch nicht gibt. Aber das wäre auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall auch eine coole Sache für die Zukunft. So. Holz. Einmal. Jetzt bin ich am Überlegen, wo wir das am besten hinpacken. Ich würde fast einen hier. Wir machen gleich mal zwei Holzfäller. Und einmal direkt dahin, dass wir das hier auch alles entsprechend eingebaut haben. So, dann können Sie da schon hindackeln. Was natürlich auch dabei ist, ist das neue Lagersystem mit den kleinen Stapeln und so weiter, die wir hier bauen können. Was natürlich auch dabei ist, das sind hier diese Biber, die hier mit bei sind. Angie, Gamji, Budgie, Dingji, und wie sie auch immer heißen mögen. Und diese
ganzen coolen Sachen. Ihr seht hier die entsprechenden Distrikte, die Verteilung in den Distrikten, wie man das hier verteilen kann. Das ist eine extrem schöne Sache. Also, das wird uns mit Sicherheit Spaß machen, das neue Update. Da bin ich mir fast sicher. So. Jetzt müssen wir gucken. Ach, guck mal. Da ist er. Da sind so unsere Kiddies. Ach, wie süß. Gibt es eine Follow-Funktion mittlerweile? Ja, aber nur in der Linie. Aber es ist okay. So, also Essen haben wir. Da ist der gute Velgu drin. Und da ist nix. Das heißt, wir müssen natürlich auch die Bäume und Büsche hier... Tja, und jetzt bin ich schon am Überlegen, was wir hier als erstes fällen. Ich würde mal sagen, dass wir nicht alles fällen. Dass wir da hinten so ein bisschen stehen lassen, dass sich hier wieder ein bisschen was von da wachsen gerade noch Bäume. Ich würde sagen, das lassen wir mal so. Dass sich hier die Bibers... Dass sie nicht alles, dass wir da nicht alles machen. So, was bei den Bibern natürlich auch wichtig ist, sind Häuser. Das heißt, die brauchen auch eigentlich relativ schnell Häuser am Anfang. Aber noch viel wichtiger ist auf dem schweren Schwierigkeitsgrad Wasser, eine Wasserpumpe und hier vorne zuzumachen. Das heißt, wir müssen, passenderweise machen wir das an dem Weg hier, eine Wasserpumpe bauen. Und da seht ihr schon, es gibt eine Wasserpumpe, es gibt eine Faulwasserpumpe. Die ist... oder in der Lage, eben dieses verschmutzte Wasser zu bauen. Da seht ihr schon, was wir dafür brauchen, eine ganze Menge. Dann gibt es Flüssigkeitsbehälter, das sind so diese, das sind die Standardbehälter. Bewässerungstürme, Flüssigkeitsableiter und so weiter. Mechanische Flüssigkeitspumpe, Pumpwasser oder Faulwasser auf eine Seite nach oben führt es zu der anderen wieder ab. Das kennen wir auch schon. Und dann gibt es so eine Zentrifuge, das ist auch interessant. Mit der Zentrifuge könnt ihr nämlich... könnt ihr nämlich Faulwasser in ein nutzbares Extrakt umwandeln. Das sieht so, so grünlich aus. Das sieht so ein bisschen aus wie, wie Wackelpudding oder sowas. Ja. Das werden wir uns aber alles mal angucken, was wir dann damit machen können. Aber jetzt werden wir erstmal eine normale Wasserpumpe bauen. Und das bitte erstmal priorisieren. Der Arbeitsplatz kriegt auch eine entsprechende Priorität. Und natürlich bauen wir auch gleich ein paar Lagereinrichtungen hin. Die aber von der Priorität erstmal auf niedrig gesetzt wird. Denn die zweithöchste Priorität hat hier vorne unsere beiden Staudämme. So, dass die Biber da rankommen und das hier bauen. Das setzen wir mal auf die zweithöchste. Und dann kommen die da auch ran und können das auch aufbauen. Okay, also Wasserpumpe läuft, Holz kommt und das kommt auch. Als nächstes sollten wir gucken. Hallo Peter, Maya, Romeo. Hi, schön, dass du da bist. Als nächstes sollten wir gucken, dass wir... Häuser bauen, damit unsere Pimper bibern können. Kinder kriegen können und... dass wir eine Forschungseinrichtung bauen. Ansonsten gibt das hier nämlich auch ganz schöne Probleme. So. Also. Jetzt natürlich die Frage, wo die Häuser hinbauen. Ich habe beim letzten Mal gerne so Hochhaussiedlungen gebaut. Und das würde ich natürlich jetzt auch gerne wieder machen. Ich würde mit den Häusern erstmal hier hinten anfangen. Denn wir müssen langfristig mit der Energieproduktion irgendwo hier so in diesem Bereich hin. Weil...
Das Faulwasser, habe ich gelernt, konstant fließt. Das heißt, wir können hier hinten Energieproduktion machen, das hier oben hochleiten und dann hier ein bisschen Energie produzieren. Oder, ich weiß gar nicht, müssen wir mal gucken, ob hier hinten, war glaube ich kein Faulwasser. Nee, hier fließt das nämlich nur raus. Ja, also ein richtig starker Wasserfluss ist hier nicht, ne? Wenn man sich das hier mal, wenn man sich das hier mal anguckt. Ja, könnte man auch versuchen, hier reinzubauen und dann hier rüber zu leiten. Aber hey, das werden wir in Zukunft alle sehen. Erstmal, oh, die Wasserpumpe ist fertig. Sehr schön. Da arbeitet auch ein Biberchen drin. Das hat natürlich die höchste Priorität. Und jetzt werden wir uns dieser Sachen hier annehmen. Jetzt haben wir noch davon ein bisschen was. Wir haben kein Wasser. Aber das wird hoffentlich kommen. So, 47%. Gucken wir mal, dass wir die, dass wir dort die Produktivität hochkriegen. Übrigens, wie kriegen wir die Produktivität hoch? Indem wir ein Biber uns bauen, der, oder ein Zentrum bauen, welcher die Sachen hier abholt. Ich muss gerade mal gucken, der Schlepperposten und hier eine Priorität draufsetzen, dass das abgeholt wird. Dann holen die das relativ fix ab und dann steigt die Produktivität, weil er nicht andauernd rumlaufen muss. Das ist eigentlich auch eine gute Sache. Ja, aber das gucken wir uns dann in Zukunft alles an. So, aber wir waren gerade dabei, das Thema Häuser anzugehen. Ich bin aber überlegen, wo wir das wirklich hinsetzen. Ich würde sagen, wir machen das hier mittig rein. Mit den Häusern erstmal. So, das ist einmal. Die Hütte. Dann machen wir daneben die Hütte. Ja, du hast recht. Du hast recht. Du hast recht. Vor den Häusern die Bauernhöfe. Ja, du hast recht. Aber wir können die Dinger schon planen. Wir, ja, nee, nee, nee. Du hast recht, Mo. Danke. Das sollten wir erstmal hier hinsetzen. Und wir müssen halt auch in der Forschung so weit kommen, dass wir, ich zeig's euch mal. Wir müssen unbedingt auch den Erfinder bauen, dass wir forschen, denn wir müssen auch beim Holz die Holzfällerfahne bauen, beziehungsweise den Förster bauen. Denn unser Problem ist, das ist das Holz, was wir haben. Und wenn das leer ist, dann war es das hier. Dann kommen wir hier auch nicht mehr runter, ne? Das heißt, wir sind hier auf maledeien Verderb wirklich gefangen auf dieser Terrasse. Und wenn das Holz leer ist, dann ist das Holz leer. Da müssen wir wirklich erstmal aufpassen. Deswegen würde ich auch den kleinen Tank sogar nochmal pausieren. Die sind natürlich noch wichtiger. Die müssen fertig werden. Da haben wir noch ungefähr 2-3 Tage Zeit. Jetzt schlafen die Biber so und so erstmal. Die können wir ein bisschen schneller machen. Und dann werden wir hier unten erstmal ein Bauernhaus bauen. Jetzt gucken wir mal, ob das hier hinpasst. Ja. Okay. Dann setzen wir mal die Bauprioritäten. Das ist auf hoch, das ist auf normal. Wasserspeicher auf niedrig. Nee, ich würde zuerst den Wasserspeicher bauen und danach das Bauernhaus. Okay. Gut. Dann gucken wir mal, dass das so klappt. Wie viel Holz haben wir auf Lager? 6. Das ist nicht allzu viel, aber das kriegen wir schon hin. Wäre doch viel witziger gewesen, wenn die Biber schon im Zyklus 1 verhungert wären. Nein, 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 das hatten wir alles schon. Das hatten wir alles schon. Das muss ich nicht normal haben. Also es ist nicht so, als hätte ich unsere Biber nicht schon einmal alle umgebracht. Aber hat sich das Bauernhaus hier verändert? Ich glaube nicht, ne? Sieht das anders aus als vorher? Kann das sein? Ach, guck mal, da ist er. Du sollst arbeiten! Das ist ja kein...
Oh, sitzt der da einfach rum, ey. Unglaublich. So, wie sieht's hinten aus? Jawohl! Der erste ist fertig. Was ist mit dem Nerd passiert? Unfall? Wieso? Bin ich irgendwie abgeschnitten oder so? Wette verloren? Warum? Hi, Krabbenviech. Schön, dass du da bist. So, da bauen wir einen Damm. Jetzt haben sie alle Durst. Da ist doch Wasser! Willst du mich veräppeln? Warum hast du denn Durst? Da gibt's doch Wasser. Ich sehe so anders aus. Ja, ich bin ein bisschen hübscher geworden. Ich bin mit meinem DeLorean 30 Jahre in die Zukunft gegangen und habe eine Verjüngungskur gemacht. Aber sag das mit dem DeLorean nicht weiter. Psst, ne? So. Okay, also das haben wir. Wichtig ist jetzt tatsächlich erstmal, dass das Ding hier fertig wird. Und dann können wir uns um alle anderen Sachen kümmern. Wir können eigentlich die Arbeitszeit jetzt auch mal auf 20 Stunden machen hier. Das Leben ist hier kein Zuckerschlecken am Anfang. So. Gut. Danach müssen wir die Häuser bauen. Och, guck mal, die schlafen alle. 3 Taler. Huiuiuiui. Schneller. Schneller. Mach doch mal hin. Oh Mann. So, wie viel Bibers haben wir denn? Seduman hat -11, der hat Durst. Wo ist er? Wo bist du? Das ist der Strategie, ne? Das passt. Ich habe nämlich auch immer Durst. Ja. Da bin ich. Guck mal, wie bedröppelt ich gucke. Ich hab schon Durst. Ich darf nicht trinken. Muss die ganze Zeit Sachen schleppen. Eieieiei. So. Ich bin ja froh, dass sie hier keine Faulwasserquelle reingesetzt haben. Das wäre fies gewesen, ey. Aber wie dem auch sei. Noch 4 Hölzchen und dann haben wir eigentlich unser Moped hier erstmal geschafft. Dann kommt als nächstes er hier. Nein, Moment. Reihenfolge. Wir setzen jetzt erstmal die Gebäude. Und werden die jetzt in der Reihenfolge priorisieren, wenn er hier jetzt fertig ist. Okay, also, aufgepasst. Wir setzen jetzt erstmal unsere ganzen Gebäude und dann priorisieren wir dir. Wohnen. Spiegelte Hütte. Einmal dahin. Das sieht ein bisschen komisch aus. Das wollte ich so nicht. Einmal dahin. Zack. Zack. Fertig. Und dann können wir hier noch ein paar andere Sachen machen, wie und eventuell und noch die anderen. So. Hütte. Priorität ganz unten. Priorität Alpha A1 Doppelstern. Wasser. Danach kommst du bitte. Forschung. Auch ganz wichtig, dürfen wir definitiv nicht vergessen. Denn wir müssen jetzt das Thema, ich hatte es schon erwähnt, den hier fertig bauen, damit wir dort weiterkommen. Und dazu müssen wir auch noch Bretter produzieren. Eieieiei. So, deswegen ist die Frage, wir machen erstmal ein Haus aus. Und bei ihm gehen wir auch nochmal in die Pause, weil wir das nicht zwingend brauchen. Förster heißt der Moped, genau. Aber den Förster, den müssen wir freischalten mit Forschungspunkten. Und dann, wenn wir die Forschungspunkte haben, müssen wir Bretter produzieren. Und erst dann, wenn wir das haben, dann sind wir auf der sicheren Seite. Bis dahin ist das hier, hat das noch alles, steht das alles auf wackeligen Beinen. Warum setzt du den Bauernhof dahin? Da kannst du doch besser Nahrung anbauen. Wo soll ich ihn sonst hinbauen? Ich könnte ihn auch da hinten hinsetzen. Da sind noch keine Holzscheite drin. Wir können ihn auch da hinten hinsetzen. Da hast du recht, Mo. An die Ecke. Du hast recht, das wären 5 Felder oder 6 Felder. Mehr Nahrung hier vorne hätten wir dann ein bisschen tote Erde. Hier würde ich es ungern hinsetzen, denn wir müssen hier irgendwie noch mit der Forschung rumhantieren. Deswegen werde ich jetzt auch schon mal diesen Weg wieder abreißen hier.
und das dahin pflanzen. So, und die Forschung und die ersten Gebäude, die würde ich gerne hier oben hinsetzen. Das haben wir beim letzten Mal auch so gemacht. Das finde ich ehrlicherweise ganz cool. Ach so, falls ihr das letzte Let's Play kennt, wir spielen hier ohne irgendwelche Mods. Wir spielen hier rein Vanilla, vor allen Dingen auch, weil das der Experimental Mode ist. Da will ich keine Mods oder so haben, aber es gibt auch genug coole Neuerungen in dem Spiel ohne Mods. Also, das ist eigentlich auch überhaupt kein Problem. So, dann setzen wir bitte den Erfinder. Nee, setzen den Erfinder dahin. Oder doch dahin? Pass auf, wir setzen den ersten dahin. Warum habe ich gerade gezögert? Ich hätte gerne hier hinten irgendwas Monumentales in Zukunft, das dann da oben steht und sagt, ja, das sind wir, das sind die Nerdbiber. Irgendwie sowas hätte ich hier gerne hin. So, das heißt, der kriegt auch... Jetzt müssen wir kurz die Prioritäten checken. Also, kleiner Wassertank. Danach das Essen. Danach er hier. Und ab geht's. Dann können die Biber in der Zeit einmal bauen. Blaupilz 2, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. So, Tilrith ist erwachsen. Keine Güter ausgewählt. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Das ist auch mal neu gewesen. Das heißt, wir können hier sagen, wir wollen jetzt hier haben. Jetzt können wir mal gucken, was es hier Schönes gibt bei dem Wasser. Es gibt einmal Wasser. Das ist das Zeug hier unten. Dann gibt es einmal Ahornsirup. Lecker Ahornsirup. Lecker, 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 mag ich überhaupt nicht. Hi Dino, schön, dass du da bist. Brüllfauch. Dann gibt es Katalysator. Ja, wer kennt ihn nicht? Katalysator und der böse Golf. Was auch immer das ist, das werden wir rausfinden. Dann gibt es Biokraftstoff. Sehr spannend. Dann gibt es ein Extrakt. Und Faulwasser. Boah, geil. Sehr geil. So, aber wir wollen hier Wasser speichern. Du hattest gerade den Arbeitsplatz priorisiert, nicht das Bauen. Warte. Ich habe beides auf normal gesetzt, ja. Kann sein, dass ich es davor runtergesetzt hatte. Danke fürs Aufpassen. Dankeschön. So. Holziges Holz haben wir. Wasser. Ja. Jetzt müssen wir auf jeden Fall... Wieso haben wir nichts zu futtern? Ach. Weil wir die so viel schuften lassen. Muhahaha. So. Also, bitte einmal zwei Biber mehr rein. Und hier sind 43 Beeren drin. Dann werden wir einen Speicher errichten. Einen kleinen Stapelspeicher. Der kostet 2 Holz. Tja, und jetzt ist die Frage, wohin das gebaut werden soll. Was haltet ihr denn von einem Zentrallager hier in die Ecke? Hierhin, in die Ecke. Verschiedene Waren gestackt nach oben gebaut. Was meint ihr? Dahin bin ich eine gute Idee, ne? Ich mag meine Idee. Ich nicht, sag ruhig. So. Dahin. Priorität hoch, bitte. Genau, jetzt nehmt euch erstmal was zu essen. Hier kommen bitte rein. Nein, habe ich das Falsche gebaut. Ah, egal. Holz und einmal ein kleines Lagerhaus. Können wir gleich 2 von bauen. Die sind auch wichtig. So viel Holz muss sein. Und einmal bitte, jetzt können wir schon mal gucken, was wir da reinbauen. Bitte Beeren. Und hier kommen dann Karöttchen rein. Das erste wird auf jeden Fall werden die Karotte. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Ich meine, die Bilder sind da unten. Die Bilder sind mega, ne? Aber... Suchfunktion! Okay. Was fehlt euch? Ein Rohholz.
Ach, die haben schon alles abgeholzt. Ja, dann werden wir das mal. Ja. Pass auf, dann müssen wir hier mal ändern. Das nehmen wir raus. Und wir werden jetzt den Teil hier abholzen. Und hier vorne lassen wir wachsen. Wenn wir das immer so ein bisschen dann umpriorisieren, dann haben wir immer den Punkt, dass vorne, solange diese Baumstümpfe stehen, wieder irgendwelche Pflanzen daraus wachsen. Ja. So. Also Beeren und später Karotten werden gespeichert. Holz kommt hier hin. Dann macht er jetzt diesen hier. Dann können wir eigentlich schon mal anfangen, die ersten Karotten zu pflanzen. Können wir das schon machen? Ja. Einmal dahin bitte. Und erstmal Priorität ist erstmal egal, weil momentan angepflanzt wird. So, jetzt gehen uns schon die Biber aus. Das ist nicht so schön, aber okay. Oben kannst du auch noch abholzen. Ich weiß. Aber das will ich tatsächlich erstmal nicht machen, weil ich mir das als eiserne Reserve übrig lassen will. Also wenn wir irgendwann den Förster haben, dann machen wir das alles ratzekall weg. Das ist überhaupt kein Problem. Aber solange wir keinen Förster haben, möchte ich mir das oben noch beibehalten. So. Jetzt müssen wir überlegen. Wir haben das Bauernhaus gebaut. Wir haben ein bisschen Wasser gespeichert. Wir haben Essen gespeichert. Wir haben die ersten Beeren. Ich würde sagen, wir können jetzt die Häuser errichten. Und das machen wir auf normale Priorität. In so ein Haus geht rein. Bewohner 3 Biber und wir haben jetzt schon 12. Das heißt, wir brauchen summa summarum 3, 12, 4 Stück bräuchten wir, damit die Leute wirklich glücklich sind. Das bauen wir dann hier hinten mit ran. Und für den Förster noch, genau. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall die beiden bauen, dass wir mal jetzt langsam anfangen, Kinder zu produzieren. Das ist halt auch nochmal wichtig. Sägewerk machen wir gleich. Ja, ich weiß, das kostet alles so viel Holz, ey. Ja, aber Mo, du hast recht. Mo, du hast recht. Wir müssen 6 Häuser, wir müssen 6 Häuser bauen. Es ändert ja nichts. So. Können Sie die Häuser bauen? Und dann sollte das dort auf jeden Fall auch passen. Okay, sehr schön. Dann schlafen unsere Biber jetzt draußen. Die ersten 3. Na klar, ich habe mich direkt in ein Haus verzogen. Ihr könnt da unten alle 6 Tage? What? Ist das dein Ernst? Alto Belli, ey. Boah. Was? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und das Faulwasser fließt hier nach wie vor. Euch mal diese ekelhafte, rote, stinkende Brühe an. Da muss man sich die Nase zuhalten. Ein Hoch auf den, der Schnupfen hat. Biber. Ne? Biber natürlich. Eieieiei. Boah. Ein geiles Game, ey. Was ein geiles Game. Ich hab vorhin mit meiner Frau die neueste Folge Loki gesehen und habe dann auch spaßeshalber gesagt, sag mal, die Einstellungsvoraussetzung muss doch bei einigen Game-Studios oder bei einigen Leuten sein, die sich sowas einfallen lassen, dass die regelmäßig irgendwelche Shops in Holland besuchen. Also einmal die Woche ist die Mindestvoraussetzung zum Einstellen oder sowas. Wie kommt man ansonsten auf so ein Faulwasser? Geile Sache.
Du wolltest ja auf hart spielen, die Dürre ist nicht umsonst lang. Na, wir spielen, mein lieber Mo, wir spielen dieses Spiel immer auf hart. Ja, normal ist was für Normalos. Hart ist was für Nerds. Wie mich. Das soll nicht heißen, dass normal schlecht ist. Das heißt nur, dass normal nichts für mich ist. So. Da kommen die ersten Bäumchen, die ersten Häuser. Ich freue mich. Hier wächst das erste Karöttchen. Sehr lecker. Wächst das auch da unten? Nee. Ist nicht schlimm. So, die haben gerade nichts zu tun. Dann werden wir. Nee, wir werden das Anpflanzen weiterhin priorisieren. Er ist voll. Er pumpt nach wie vor. Dann werden wir bitte ihn. Nee, Mo, dich. Nee, nein, du bist nicht normal. Du bist genau wie ich. Jetzt ist die Frage, ihr Lieben, bauen wir schon das Sägewerk und setzen uns schon mal 10 auf Lager oder sowas? Wie viel Forschungspunkte haben wir? 15. Das ist ja nix, ey. Wie viel Biber haben wir denn jetzt hier übrig? Wir gucken mal. Obdachlos 4, freie Betten. Wir haben 11 Arbeiter und keinen Leerstand. Jetzt müssen wir einmal hier reingehen und gucken. Die haben überhaupt keine Buffs. Das ist also auch überhaupt nicht schlimm. Das kommt alles später. Jetzt haben wir unsere Hütchen hier gespiegelt. Ist erstmal momentan egal. Dann gibt es das Distriktzentrum, das Bauernhaus. Und die Wasserpumpe ist priorisiert. Das passt auch. Aber das ist alles nicht das, was ich sehen wollte. In den Lagertanks. Kapazität, der wird gebaut. Die Frage, bauen wir den oder bauen wir den nicht? Energie ist egal, Wohlbefinden, hier gibt es noch nichts zu sehen. Und das müssen wir uns dann nichts importieren, immer importieren. Das müssen wir uns nochmal angucken, wenn es soweit ist. Machen wir erstmal weiter. Ja, meint ihr die hier? Ja. Du hast recht, ne? Du hast recht, du hast recht, du hast recht. Wie soll denn übrigens unser Distrikt 1 heißen? Ich meine, die Karte hat ja einen sehr prekären Namen, aber wie soll denn der Distrikt 1 heißen? Was für einen Namen trägt der denn? Könnt ihr gerne mal reinschreiben. So, hier werden weitere Häuser gebaut, aber ich vermute, dass dort kein Bedarf mehr besteht. Das heißt, wir machen dort weg. Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir hier oben anfangen und wegholzen. Ja, perfekt. Bauen wir noch mit einem besetzen, dann den zweiten Forscher bauen. Ja. Ja, ist eine gute Idee. Zweiten Forscher bauen. Und dann brauchen wir auf jeden Fall die Energieproduktion. Da müssen wir ein Energierad bauen. Und das will ich eigentlich erstmal hier hinten hinsetzen. Auf die Freifläche hier, wo es nicht grün ist. Hier würde ich das nämlich gerne hinsetzen. Ein Energierad. Passenderweise, das war das Falsche. Daran. Und direkt an das Gebäude setzen wir ein Sägewerk, beziehungsweise. Nee, das ist Quatsch. Wir machen das hier hin. Dann sind die Wege kürzer. Passt.
Nun denn, das werden wir erstmal von der Priorität noch runtersetzen bei der Baustelle, weil wir das noch nicht benötigen. District Area 1. Sehr geil. Dann auch Area 7 oder sowas nennen. Area 7 oder so nennen. So, wir haben immer noch 5 Tage. Wie sieht es hier mit unserem Wasserstand aus? Heidewitzka, ey. Boah. Ja, aber wir müssen die erste Forschung jetzt wirklich für den Förster ausgeben. Ansonsten ist das hier, ist hier bald Ende Gelände. Wir machen mal auf 18 Stunden, dass unsere Biber hier ein bisschen länger arbeiten. Und für die erste YouTube-Aufzeichnung ist jetzt Schluss. Da erfahrt ihr beim nächsten Mal, wie es weitergeht.